Guten Tag, mein Name ist Luca Riccardi. Ich bin Geschäftsführer der Tecnomed Italia und möchte in diesem Video etwas über unsere Lampe Quadriled erzählen. Warum wurde Quadriled entwickelt? Wir verfügen naturgemäß über große Erfahrung im Bereich der Ausstattung von Praxen für die Oralchirurgie und haben vor kurzem diesen besonderen Lampentyp gemeinsam mit einem führenden italienischen Unternehmen dieser Branche entwickelt. Weshalb? Ja, dies wurde nötig, weil wir einige Probleme von Grund auf lösen mussten, die immer dann auftraten, wenn wir einen OP-Raum für Oralchirurgie einrichten sollten und dort die typische OP-Lampe zur schattenlosen Ausleuchtung installierten. Worin bestanden diese Probleme? Vor allem in der Infrastruktur. Die klassische OP-Leuchte ist ausgesprochen schwer. Daher ist es sehr aufwendig, diese in einer normalen Zahnarztpraxis an der Decke zu installieren. Beim Ausschwenken der Tragarme entwickelt sie nämlich eine erhebliche Last, weshalb extra Aussteifungsplatten zur Aufnahme des Gewichts eingebaut werden mussten. Dies ist das eine Problem. Das andere bestand in der Handlichkeit beim Umgang mit der Lampe. Die typischen OP-Leuchten sind schwer zu bewegen und leuchten einen sehr großen Bereich aus, was bei einer zahnärztlichen Operation gar nicht notwendig ist. Daher haben wir diesen zweiköpfigen Lampentyp entwickelt. Sie können später im Konfigurator sehen, dass die Lampe auch in der Ausführung mit einem Kopf erhältlich ist, so dass sie wie eine herkömmliche doppelte Zahnarztlampe aussieht. Aber der Eindruck täuscht, denn eine normale Zahnarztlampe hat eine Leuchtfeldgröße von ca. 170 mm mal 70 oder 80 mm Höhe und ist allein dazu geeignet, die Mundhöhle auszuleuchten. In unserem Fall hat die Lampe hingegen eine Feldgröße von beinahe 20 mal 30, das heißt etwa so groß wie ein A4-Blatt. Das bedeutet, dass mit dem Lichtstrahl nicht nur die Mundhöhle, sondern das ganze Gesicht des Patienten perfekt ausgeleuchtet wird. Und diese Eigenschaft ist sehr wichtig, denn die Lampe kommt auch bei der Kiefer- und Gesichtschirurgie zum Einsatz, wo der Beleuchtungsbereich dem gesamten Gesicht des Patienten entsprechen muss. Ein weiteres Problem waren die Schattenzonen. Allein schon die Eigenschaft der Bestückung des Kopfes mit zwei LED sorgt für eine extrem reduzierte Schattenzone. Werden nun die beiden Lampen in unterschiedliche Winkelstellungen gebracht, ist dann zu sehen, dass die Schattenzone praktisch eliminiert wird. Und da beide Lampen je 50.000 Lux entwickeln, ergibt sich bei der Überlagerung der Lichtstrahlen eine Lichtstärke von 100.000 Lux. Wird zum Beispiel auf dieser Seite gearbeitet, so wird nur einer der Lichtstrahlen verdeckt, sodass immer noch 50.000 Lux, wenn auch nicht 100.000, trotzdem noch bleiben. Das ist der Grund, weshalb diese Lampe Quadriled heißt. Wir haben vier Lichtstrahlen, die einander kreuzen, wodurch wir alle Schattenzonen beseitigen und die perfekte Ausleuchtung des OP-Felds erreichen. Eine weitere Besonderheit dieser Lampe besteht in der Stärkenregelung, denn mit diesem Joystick kann die Lichtstärke von 8.000 bis 50.000 Lux geregelt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich bereits angedeutet habe, ist die Handlichkeit, die auch der Rotation um die dritte Achse zu verdanken ist. Diese Rotation macht die extrem große Manövrierbarkeit der Lampe aus. Denn dadurch kann ich ganz einfach mit zwei Händen die Lichtstrahlen nach Belieben auf den gewünschten Bereich richten. Selbstredend ist der Zahnarzt genau an diese Handlichkeit gewöhnt. Diese Handlichkeit gibt es hingegen bei einer klassischen OP-Leuchte nicht. Daher stellt die Produktlinie Handy Surgery, wie bereits in den vorigen Videos erwähnt, ein Mittelding zwischen zahnärztlicher und Krankenhauschirurgie dar.
Abgesehen von der dritten Achse besteht ferner die Möglichkeit, die Handgriffe abzunehmen und bei 135 Grad im Autoklav zu sterilisieren. Wie am Anfang des Videos erwähnt, lässt sich dieser Lampentyp frei konfigurieren, denn neben der Deckenmontage ist auch die Wandmontage möglich, falls die Decke zu hoch ist. Und es kann auch nur ein Kopf montiert werden, wenn 50.000 Lux ausreichen. Diese Konfiguration kann nach Klicken auf das Symbol des Konfigurators unten rechts am Bildschirm vorgenommen werden. Sehr wichtig ist auch die Wahl der Höhe der Trägerstange, denn diese ändert sich je nach Raumhöhe in ihrer Praxis. Im Konfigurator ist eine Tabelle enthalten, in der erläutert wird, welche Länge für die Trägerstange je nach vorhandener Raumhöhe gewählt werden muss. Nicht zuletzt ist noch zu erwähnen, dass für unsere Quadriled-Lampe über 50.000 Betriebsstunden garantiert werden, so dass Halogenlampen, die plötzlich erlöschen, durchbrennen oder mitten während der Arbeit den Geist aufgeben, endlich der Vergangenheit angehören. Mit Quadriled können Sie in Ruhe mit einem optimal ausgeleuchteten OP-Feld und vor allem mit einer Farbtemperatur von 5000 K arbeiten. Das heißt, mit einer Lichtfarbe, die dem Tageslicht ähnelt und keine Ermüdung der Augen verursacht. Das ist alles für den Moment. Bis zum nächsten Video. Herzliche Grüße von Luca Riccardi. Auf Wiedersehen.